Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wann auch immer dieses Video seht. Freunde, heute haben wir den neuen Song von CR7Z. Einige sowas sollten den von euch kennen. Viele kann ich mir aber vorstellen, aber auch nicht, weil er jetzt nicht der gehypteste Rapper oder sonst irgendwas ist. So, aber man muss sagen, der Typ ist nur Gestein in Deutschrap. Ja, ich glaube, der macht halt auch seit 2005 oder so, vielleicht auch früher, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist der auf jeden Fall schon lange am Start. Ich glaube, der hat sein erstes Album 2008 oder so rausgebracht. Also, der ist auf jeden Fall schon lange dabei. Und jetzt hat er einen neuen Song rausgebracht, der Chris heißt. Es ist nicht auf seinen Namen bezogen, kann ich schon mal sagen. Das weiß ich mittlerweile. Und zwar ist es auf diesen Dolch, den ihr da in der Vorschau da unten seht, bezogen. Ich kann euch aber leider nicht erklären, warum. So, also was mit damit auf sich hat. Warum der Dolch irgendwie Chris heißt oder so. Ich kann es euch nicht erklären. So, aber ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es nicht um seinen Namen geht, sondern um diesen Dolch. So, ist leider nur ein Visualizer. Keine Ahnung, warum die letzten drei Songs, glaube ich, oder die letzten zwei Songs nur in Anführungsstrichen Visualizer waren und keine Musikvideos. Vielleicht hat er keine Zeit, kann natürlich sein. So, produziert ist das Ganze von Patrick. Schöne Grüße auf jeden Fall. Macht immer seine Reaction-Videos auf entspannt und so. Macht auch coole Videos, solltet ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Mix und Master ist von Cavelli und Artwork ist von Ungleich. Und Video, ja okay, ist ja nur dieses, dieser Visualizer ist von Ungleich. Okay, Label, Vertrieb und so weiter und so fort. Okay, bin ich mal gespannt. 2 Minuten 41. Let's go. Den Beat kenne ich schon, muss ich sagen. Den Beat kenne ich schon, den hat Patrick mir schon gezeigt. Ist wirklich ein geiler Beat. Gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Okay, CR7Z. Die einen wünschen sich von mir was Härteres, die anderen etwas Weicheres. Mein Rap hat beide Energien vereint in sich, männliche und weibliche. Gedanklich und emotional fahre ich gleichzeitig siebengleisig. Easy wären bei mir mehrere Themen für einen Track geplant. Bin weit weg wie damals, als ich auf Promille Overkill in der Jury bei den 080 Battles saß. Schon als Kind sah ich die Welt wie hinter Plexiglas im Erdenzoo. Lyrischer Killer, Instinkt, ich Shadow, Jago, Saberwurf. Mit Gift ließ ich die Schmerzen los und spie sie hinaus. Jetzt Kashimi, Noyari, ich überwiesen, Geschwindigkeit, Sound. Schneide doch, lass Rosen und Lilien aus. Särge hageln auf den, der für seinen Zweck meine Liebsten missbraucht. Digga, ich kann wirklich nicht so viel dazu sagen, außer, dass der Typ einfach krass ist, so. Der ist wirklich lyrisch sehr, sehr stark so. Und ich weiß nicht, ob da jetzt eine Hook kommt oder so. Weil wer hat sich auf jeden Fall so angehört, so. Und ich muss sagen, der Typ, also ich kenne ihn noch nicht so lange, so. Ich kenne ihn erst seit dem Song mit Dame und Busy Montana. Und seitdem fand ich den krass, so. Seitdem habe ich ihn verfolgt, so. Und seine Texte sind wirklich sehr, sehr stark, so. Die sind wirklich, finde ich persönlich, auf einem Level mit einem Kollege, so bin ich ehrlich. Klar ist Kollege reimtechnisch vielleicht noch mal ein bisschen weiter, aber ich finde die Reimsetzung von CR7Z sehr nice, weil die nicht 0815 ist, versteht ihr? So, er zieht manche Lines sehr, sehr lange. Viele feiern es nicht so, deswegen sagen die so, ja, okay, aber ich feiere das und viele andere zum Glück, die ich kenne, jedenfalls auch, die CR7Z hören. Die feiern das genauso wie ich, dass er die Reime manchmal so lang in die Länge zieht. So, versteht ihr, wie ich meine? Deswegen und ist nicht dieses Standard-Haus-Maus-Reimschema. Versteht ihr, wie ich meine? So, das sind nicht diese einsilbigen Reime, die man leider heutzutage, muss man ja sagen, in einem Deutschrap zur, ja, als Selbstverständlichkeit hat. Deswegen finde ich cool, dass es auch noch so eine Musik gibt, wo auf Reime und Text geachtet wird. Und deswegen finde ich es umso mehr schade, dass er nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er meiner Meinung nach verdient hat. So, muss man auf jeden Fall sagen. Edo Tensei 7Z bin jenseits des Mainstreams mit diesem Nischenrap. Heute noch ist mir egal, ob man genau versteht, was ich meine. Mir geht's nur darum, dass der Pfeiler Jonas die Seele erreicht. Das gelang mir bisweilen bei Hunderttausenden bestrebt von Anfang an, als ich selbst Mucke rauszubringen, ohne mich groß zu verbiegen oder gänzlich zu ändern. Sowas ginge mir entschieden zu weit. Ich brech nicht ein in mich selbst, das führte bloß zum Verfall. Bei Verleugnung haben sich dann so Leute wie den Schädel weggeknallt. Tragische Schicksale, die sich bis heute ereignen. Vorsicht, wenn man dabei ist, sich mit Feuer zu
reinigen. Obacht beim Jonglieren mit anthroposophischen Menschenbildern. Wenn deine Seele tief hinabfällt, fällt der Rest gleich mit. Behalt mein Kind, auch wenn ich ja ach so erwachsen wurde, und wieg mich ab und zu selbst in den Schlaf, wie durch Jaktation. Ich find's auch geil, der benutzt halt Wörter, sag ich mal. Die benutzt man jetzt nicht im Alltag so. Ich kann's jetzt nicht zitieren, weil das Wort, was er gesagt hat, das kenne ich nicht mal. Sag ich euch ehrlich, ich kenn's nicht mal. So. Und das finde ich halt so geil. Das macht ihn halt anders als andere so. Nicht, er ist halt nicht dieser 0815 Deutschrapper so. Er benutzt Wörter, die benutzt man einfach im Alltag, sag ich mal, jetzt eher weniger. So. Und wie gesagt, seine Reime, die sind ultra stark. So. Die sind wirklich ultra stark. So, und das feiere ich an ihm. So, dass, wie gerade gesagt, dass er noch darauf Acht gibt, dass er nicht nur Quantität, sondern auch Qualität bringt. Und ich muss auch wirklich sagen, zum Beat, wie gesagt, ich kenne den ja schon. Ich habe den gestern oder vorgestern zu hören bekommen von Patrick. So, und da habe ich ihm auch schon gesagt, dass der krass ist, der Beat. So, und ich finde es halt geil, so, für die, die es nicht wissen, Patrick halt, macht halt jetzt nicht so diese 0815 Trap Beats und so. Er meinte auch, dass er von Trap und so genug hat und alles. So, und es ist ja, sag ich mal, oft mittlerweile so, dass die großen, bekannten, erfolgreichen Rapper gerne was von amerikanischen, erfolgreichen Songs samplen. Ist gar kein Problem, so, ne? Um Gottes Willen, ich find's sogar cool, dass das gemacht wird. So, und bei Patrick ist es so, er samplet nicht von bekannten Songs, sondern er samplet aus Animes. So, ich weiß nicht, aus welchem Anime das ist, wenn das aus einem Anime überhaupt ist. Ich glaube, er meinte zu mir, dass es ein Anime ist. Also aus einem Anime ist. Und das finde ich geil, so, dass er es, wie gesagt, es ist halt nicht dieses Standard-Beat produzieren, so, was Samplen angeht, so. Er benutzt halt einfach Anime-Samples für seine Beats, so. Und das finde ich geil, so, weil es einfach was Außergewöhnlicheres, meiner Meinung nach, ist so, weil ich kenne keinen anderen Produzenten, so, der sowas macht, und das finde ich geil so, und deswegen generell diese Vocals im Hintergrund und so, das ist alles aus einem Anime so, ich denke immer, ihr wisst, was ich mit den Vocals meine, und das ist einfach nur geil, sage ich euch ehrlich so, das ist einfach nur geil. Ein Sensibelchen inmitten all dem Evil. Was glaubst du, was es heißt, dass man sich wacker schlug im Spiel der vor Kraft strotzenden Monster? Eros vs. Alastor, das ist Arrow Rap mit himmelblauem Farbaufdruck. Mit Teufelsbund meinte ich Verführungen, Saufen und Drogen. Bitte gesellt euch nicht zu diesem Haufen Idioten, die was anderes behaupten. Glaub mir, Böses trägt jeder in sich. Dualität, ach und noch was, egal ob trans, hetero, bisexuelle und so weiter. Komm, natürlich gehört jeder in unsere Gemeinschaft eingebunden. Liebende Wesen ausschließen, dafür sehe ich keinen Grund. Doch Gendern klingt für mich einfach nur nach Verweiblichung. Die meisten suchen. Geile Message auf jeden Fall, ja. Habe ich auch oft genug gesagt. Es ist egal, wen du liebst. Es ist egal, was du, an was du glaubst und an was du nicht glaubst und was du nicht liebst. Jeder Mensch soll das lieben und glauben und was auch immer, was er möchte. Mensch ist Mensch, so. Deswegen verstehe ich nicht die Leute, die ja andere Menschen zum Beispiel für ihren Glauben kritisieren oder so. Lass die Menschen doch glauben, was sie möchten, so. Und deswegen finde ich geil, dass er das hier nochmal aufgreift, weil deshalb muss man halt leider sagen, heutzutage in der Gesellschaft eine Nicht-Selbstverständlichkeit ist, jeden das glauben und lieben zu lassen, was er oder sie möchte. Und deswegen finde ich das cool, wenn das der ein oder andere Rapper mal in seinen Songs ja mit einbezieht, so, und mal anspricht, von wegen so, Digga, lass die Menschen doch lieben, glauben und was auch immer, was sie möchten, so. Und das, und auch gerade das mit dem Gendern, so, kann ich ihm auf jeden Fall einfach nur zustimmen, sage ich euch ehrlich. Suchen im Leben nach Abkürzung, auch fast jeder, der sich weiße Lines reinzog, bloß der macht keinen Schattensprung. Das ist Flucht vor existenten Problemen und vielleicht kennt man nicht den Ort, an dem man verbrennt in der Seele. Life's a bitch. Für viele ist das Dasein trist und eintönig, langweilig ist, wenn Rapper nur darum kreisen, wie geil sie sind, immer der gleiche Mister, ja, die sind also so echt. Warum rappen sie dann nicht mal davon, was an ihnen alles scheiße ist? Geil. Was heißt Message, so? Geile Line halt, von wegen so, dass alle Rapper heutzutage ja so davon rappen, wie real sie sind, aber gar nicht mal darüber rappen, von wegen, was überhaupt alles scheiße an denen ist, so. Das finde ich geil, wie er das verpackt hat, muss ich sagen. Ich muss nochmal Props an den Beat aussprechen, wirklich. Der Beat ist geisteskrank geil. So, das war CR7Z mit Chris.
Wie hat euch der Song gefallen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Schaut auf jeden Fall auch beim Original vorbei, um das euch dann in der vollen Länge geben zu können. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Schreibt mir gerne, wie gesagt, eure Meinung zu dem Song in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, Leute.